Hallo ihr Lieben, man kann ja über die Demokratie, ihre Weiterentwicklung oder man könnte auch pathetisch sprechen, die kommende Demokratie auf sehr unterschiedliche Weise reden. Und mich hat jetzt gerade ein Gespräch mit einer Freundin dazu gebracht, vielleicht nochmal ganz anders darüber zu reden. Danke, liebe Heike, für den Impuls. Das war sehr wertvoll für mich. Und zwar auch sehr interessant könnte sein, welche Rückwirkungen das hat auf unser Privatleben, also auf unsere privaten Beziehungen miteinander, wenn wir unsere politische Beziehung miteinander verbessern oder, sagen wir vielleicht auch neutraler, verändern. Also ich sehe es ja sehr stark, dass durch so eine Demokratie, die auf dem Losverfahren beruht, etwas entsteht, was man nennen könnte Kontaktdemokratie oder auch Begegnungsdemokratie oder Beziehungsdemokratie. Auf jeden Fall ist es doch ein Wandel unserer politischen Beziehung zueinander, weil wir wirklich in unmittelbarem Kontakt mit zueinander stehen, weil wir eben durch das Losverfahren in diesen gelosten Bürgerversammlungen zusammenkommen, uns in die Augen schauen können, uns spüren können, uns greifen können und dadurch auch anders miteinander reden können, als wir das in diesem öffentlichen Raum machen, der halt begegnungsfrei ist, der nur über Bildkommunikation oder Sprachkommunikation läuft, aber nicht über wirkliche echte Begegnungen. Und das ist natürlich eine Veränderung unserer politischen Beziehungen und das hat höchstwahrscheinlich auch sehr weitreichende Folgen für unsere privaten Beziehungen, aber eher indirekte. Und man könnte das auch in folgendes Bild fassen. Also weil ja die Demokratie, wenn sie auf dem demokratischen Losverfahren beruht, uns befähigt, alle gemeinsam Verantwortung zu übernehmen für unser Gemeinwesen. Also wir werden praktisch alle einmal kollektiv auf diese politische Ebene gehoben und bestimmen ja dann gemeinsam, was die Regeln unserer Gesellschaft sind, was die Gesetze sind, was die staatlichen Maßnahmen sind. Also sozusagen, wir verhandeln auch sehr harte Themen, auch sehr vielleicht schwierige Themen miteinander, entscheiden die gemeinsam und sind auf diese Art vielleicht auch einfach, solange wir im politischen Raum sind, schrecklich, schrecklich, schrecklich erwachsen. Also es ist sozusagen die Erwachsenenposition. Ja, wir übernehmen Verantwortung gemeinsam für unser Gemeinwesen und sind also kollektiv gemeinsam alle miteinander erwachsen. Das befähigt uns möglicherweise im Privaten sehr viel kindlicher sein zu können, als wir es uns derzeit erlauben können. Also meine Prognose wäre für sozusagen, was das in psychologischer Hinsicht bedeutet, was das psychisch für uns bedeutet, wenn wir in Demokratie machen und eine eben Losdemokratie zum zentralen Moment unseres demokratischen Gemeinwesens machen, wäre meine Prognose, wir werden alle gleichzeitig sehr viel erwachsener sein als derzeit und wir werden gleichzeitig uns erlauben können, auch als Erwachsene, sehr viel kindlicher sein zu können im Alltag. Weil wir dieses Machtthema, also wo wir schwierige Themen miteinander verhandeln, dann also viel gezielter auf der politischen Ebene miteinander aushandeln können. Wir sind dann alle dort als freie und gleiche, als erwachsene Menschen, während wir alle gleichzeitig im Privaten unseren privaten Spleens, unseren privaten Neigungen, unseren privaten Präferenzen nachgehen können, weil sozusagen die harten Themen sind alle im politischen Bereich verarztet. Das heißt nicht, dass wir privat inaktiv werden. Das heißt auch nicht, dass wir privat zum Beispiel keine Unternehmen haben oder nicht arbeiten oder so. Es heißt nur, dass die psychische Qualität, die das hat, was das für uns bedeutet, eine ganz andere ist. Also wir tun möglicherweise sogar die gleichen Dinge, aber sie fühlen sich anders an. Sie bedeuten was anderes für uns. Sie machen auch was anderes mit uns. Die Impulse sind andere, weil wir eben gleichzeitig alle kollektiv gemeinsam mit der Demokratie erwachsen werden. Ja? Und also ich weiß nicht, was ihr für ein Menschenbild habt oder für ein Bild von der Psyche eines erwachsenen Menschen. Mein Bild ist ja, und ich halte mich da durchaus für informiert, also ich habe, soweit ich dazu in der Lage bin, die psychologischen Entwicklungen, die Entwicklung der psychologischen Forschung im 20. und beginnenden 21. Jahrhundert wahrgenommen. Und mein Bild von erwachsenen Menschen ist ja, dass die kindliche Seite niemals wirklich weg ist. Wir sind alle immer noch gleichzeitig Kinder. Ich finde die Rede von Menschenkindern nicht ganz verfehlt. Es kommt halt was eine zweite Ebene dazu. Also sozusagen eine Ebene, die bei Kindern noch nicht da ist, die haben wir Erwachsene doch aus. Aber das innere Kind ist ja bei keinem von uns weg. Wir bleiben Kinder. Ja? Nur haben wir halt noch was anderes. Und das korrespondiert sehr gut mit einer Losdemokratie, weil wir sagen können, ja, ab einem bestimmten Alter sind wir alle im Lostopf und bestimmen alle mit, sind wir alle erwachsen für halt eine sehr begrenzte Zeit, nämlich im politischen Raum. Solange wir im politischen Raum sind, agieren wir als Erwachsene. Und den Rest der Zeit spielen wir miteinander.
Ja, so lapidar. Das können wir aber nur deswegen, wenn wir diese Losdemokratie, weil wir sie haben, wenn wir sie haben. Wenn wir sie nicht haben, dann geht alles durcheinander. Dann durchmischt sich dieser private und der politische Raum. Dann kommen diese Kämpfe, diese Sandkastenkriege zustande, die wir die ganze Zeit derzeit inszenieren. Das ist auf eine gewisse Weise ein sehr viel unerwachsener Zustand als der, der zustande kommt, wenn man in Losdemokratie macht. Ja, weil das macht gleich alle kollektiv erwachsen. Das berichten übrigens auch Leute, eben von, wie sie überrascht sie sind, wie geloste Bürger, die auf die ja nur der Zufall dorthin gebracht hat, ja, das Los eben, wie vernünftig die plötzlich sind. Ja, wie vernünftig, wie ein magischer Zauber, ja, der über die Leute gelegt hat. Plötzlich Menschen, die im Privaten total gaga Sachen sagen und gaga Sachen machen, verhalten sich plötzlich tief vernünftig. Ja. Möglicherweise haben wir alle eine sehr viel größere Veranlagung und Fähigkeit, erwachsen zu sein, als wir momentan in unseren momentanen politischen Institutionen überhaupt ausleben können. Aber möglicherweise ist es so, dass, wenn wir diese erwachsene Seite alle gemeinsam stärker leben können, weil wir alle aktive politische Wesen sind, die also auch wirklich Verantwortung haben, nicht nur nörgeln auf die armen Politiker, nicht nur schimpfen, nicht nur alles besser wissen, sondern wir haben Verantwortung. Ja? Wir entscheiden mit. Wir spüren die Bürde der politischen Verantwortung. Möglicherweise befähigt genau das uns dann im privaten Alltag sehr viel kindlicher sein zu können, sehr viel offener, sehr viel spielerischer, als wir derzeit das uns leisten können. Das wäre so meine Prognose, was passiert in psychologischer Hinsicht, wenn wir Vertrauen haben in geloste Bürgerversammlung, in das Losverfahren, in eine Losdemokratie und da praktisch unsere, ich würde sagen, demokratische Verfassung freundlich weiterentwickeln in eine Richtung, die uns allen gemeinsam gut tut. Ceterum censeo, Democratiam esse sotiendam.